Guten Abend, guten Tag oder guten weiß der Geil, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch Underwater. Und heute bin ich nicht der Spielende, heute spielt der Meister der Blubberbäschen, der Mann, der um kein Schaumbad herumkommt und Ariel, die Meerjungfrau, seine Ex-Freundin nennt. Es ist der großartige Benny! Ja, Hallöchen zusammen. Und damit gebe ich vertrauensvoll die Steuerung an Benny ab. Ja, wunderbar. Underwater, ich habe keinen Plan, was es ist. Der Steve hat gesagt, hier, ich gebe dir das mal rüber. Guck mal rein und das werden wir jetzt auch tun. Wir schauen mal rein. Wir liegen. Okay, ich dachte, der schmiegt sich so gegen die Wand. Hat so ein bisschen was von, ich wach auf wie in Saw. Wird nur noch hier die Kette am Bein und auf geht die, Luzi. Ich möchte ein Spiel spielen. Ja. So, wie kann ich das jetzt hier nehmen? E. To open inventory, click tab. Okay. Ist ja. Hochauflösend ist ja super. So Survival Note. Oh. Na gut, dann müssen wir zumindest, wir müssen erstmal... falsche Taste. Zum Archiv. Wir müssen erstmal in den Dining Room, richtig? Dining Room. Und da finden wir den Schlüssel zum Archiv. Laut dieser Anleitung dieses netten Herren im Kittel. Na dann würde ich mal sagen, wir gehen raus, oder? Ich will nicht raus. Wer will schon raus? Ich sehe nichts. Haben wir eine Lampe oder irgendwas? Nee, ich habe keine Taschen, aber kein Nichts. Ich habe auch nichts im Inventory. Damn. Ist aber ganz schön düster. Na, düster ist gar keine. Ich sehe nichts. Das ist ja kein Ausdruck. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Jetzt ist ja komplett vorbei. Wo bin ich? Okay. Oh, wir können rennen. Das ist schon mal nice. Komm ich hier rein? Nein. It's closed. Und da ist der Dining Room. Da läuft der Sprinkler. Guck mal. Guck mal an. Warum sehe ich hier nichts? So, wir müssen jetzt hier was finden. Oh, warte mal, hier sind ganz viele Sachen. Schon Schlüssel, Batterien und was ist das andere? Also, wir haben jetzt einen Schlüssel. Ich nehme einfach mal alles auf Batterien. Genau, Gravel einfach. Dann gucken wir uns das gleich mal im Inventory an. Was bist du denn hier? Ah. Ach, Bandagen. Okay, also okay. Wir können verletzt werden. Es ist ja Survival. Okay. So schön. So, jetzt mit diesem wunderschönen Schlüssel kann ich doch bestimmt hier rein. Hallo? Das ist total geil. Ich sehe deine Maus, ich sehe bloß so ein kleines Mini-Icon, wie er sich durch im Schlüsselloch bewegte. Aber ich konnte großartig. Damit das Ding hier öffnen. Das ist schon mal sehr schön. So, und hier müssen wir jetzt ja laut der Notiz, was war das, glaube ich, eine Box finden mit ganz vielen Codes. Genau. Vielleicht muss ich ja hier so lang crouchen. Ja, wahrscheinlich musst du hinter das Whiteboard irgendwie laufen, ne? Da. Die spanische Wand, wo dieser komische Schatten ist. Lol, hier geht's ja noch weiter. Guck, warte, guck mal, guck dir mal den Schatten an. Warte, er safe gerade. Was ist das? Sieht aus wie eine Hand. Ja, Nosferatu lässt grüßen irgendwie. Ach, scheiße. Okay, gehen wir mal da Richtung Hand. Hello. Ey, ich sehe nichts. Es ist, okay. Es ist wirklich extrem dunkel für mich hier. Oh, eine Flashlight. Bitte, lass sie eine Flashlight haben. Ja, da hinten. Guck mal hier. Yes. Komm, nimm das Ding. F. Oh, na großartig. Endlich. Oh Gott. Wo ist er hin? Noch weiter. Wer bist du denn? Hey. Oh, aber eine schöne Föhnfrisur. Oh, kann man nicht meckern. So, hier war noch eine Notiz, glaube ich. Aha. Warte. Ach Gott, die Steuerung ist aber auch... So, gucken wir uns noch mal... In case lose of the main lock with access codes. Okay, wenn wir die Locks verloren haben. Heißt es jetzt aber im Umkehrschluss, dass wir jetzt die Box gefunden haben, Nina? Ich glaube nicht. Ich glaube, die müssen wir jetzt erstmal noch finden. Und hier vorne in den, warte mal, dreh dich mal um. Und zwar in den Ordnern hier vorne, die farbigen. Ja. Würde ich mal sagen. Irgendwie, da war da was mit rosa und... Also kannst hier irgendwas interagieren? Nee, ansonsten kommt ja mal das Handsymbol. Das ist ja immer ganz cool. Also entweder ist es zu dunkel oder es ist zu grell.
So geil. So, aber ich kann mit keinem Ordner interagieren. Okay, schade, schade, schade. Jetzt würde ich nämlich hier mal weiter schmulen. Hier geht's ja nochmal ein Stück weiter. Ob ich hier mit irgendwas interagieren kann. Aber Vorsicht, Rutschgefahr. Nasser Flur. Nee, einfach nee. Ich würde jetzt nochmal kurz zurückgehen in unser Dining Room. Ach nee, Dining Room ist ja woanders. Und die Taschenlampe. Nein, da geht uns die Batterie. Die Batterien. Die Batterien, na logisch. Ja. Gefällt mir jetzt überhaupt nicht, dass mir die Batterien jetzt schon flöten gehen. Vor allen Dingen, weil da hinten jetzt was offen ist. Vorher wollte ich hier nochmal kurz reingucken. Ja. Okay, aber hier kommen wir auch nicht weiter. Da ist aber noch eine Tür. Ja. Na gut, dann gehen wir mal hier ein bisschen weiter gucken. Was wir hier so Schönes finden. Ist das normal? Ja, wurde mal muss das mal zählen. Okay. Okay. Wasser? Oh, da ist Leitung an die Bord. Passiert ganz, ganz häufig. Ach du Scheiße. Ach, du siehst ja hier nichts. Also ohne Batterien bist du ja hier aufgeschmissen. Ja. So, warte mal. Absolut. Das Schlimme ist, dass der Leuchtkegel nicht der Interaktionskegel ist. Ja, das ist fies. Das ist fies. Ja, also. Nee. So, was macht denn immer dieses Geräusch? Sind wir das auf dem Gitter? Oder? Ja, das sind wir hier durch den Boden. Wieso? Immer wenn ich ein Stück laufe, dann. Ja. Macht's Geräusche. Aber kann ich hier? Nee. Warum kann ich jetzt hier hin? Also, erstmal wieder zurück. Weil es geht ja noch weiter. Wir gehen weiter den wunderschönen, gruseligen Gang lang. Ja. Da wurde Hals umgedreht. Da hatte man Spaß. Nee, warte mal, bevor wir das jetzt machen, machen wir es so. Weil die Batterie, guck dir mal an, wie schnell das flöten geht. Ja, die ist also schnell runter. Survival Note 2. Okay, also wir müssen jetzt in den Security Room, ja? Genau, und der Weg dorthin ist gefährlich. Steinig und schwer. Sehr lyrisch, sehr lyrisch. Aber die Monster sollen sehr langsam sein. Das heißt, wir dürften denen, wenn wir denen nicht zu nahe kommen, eigentlich gut escapen ausweichen können. Ja. Hoffentlich. Ist hier irgendwas? Nee. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich halt nur insgesamt 3 Batterien habe, dass ich gar nicht so lange irgendwie in dunklen Ecken sein möchte. Sondern eigentlich schnellstmöglich. Das ist nicht viel Zeit für Try and Error, wa? Irgendwie. Nee, genau. Also, oh! Alter, vom eigenen Schaden erschrocken, ey. Verdammt. Deswegen versuche ich jetzt mal die Taschenlampe so weit wie es geht wegzulassen. Weil das wird nicht immer funktionieren. So, Security Room. Sicherung im Security Room. Code, Alter. Haben wir einen Code? Ja, wir haben ja hier verschiedene Codes, haben wir ja, kann ich jetzt eigentlich Flashlight einfach ausmachen? Ja. Dann so, to click, it seems to be disabled. Was, ist es ausgeschaltet? Na, wir haben keinen Strom. Wir haben noch keinen Strom. Ey, das geht flöten. Andere Richtung, wir rennen weiter. Ja, flacker, flacker, flacker. Kommen wir hier durch? Ja, hier waren wir vorhin schon. Verdammt, scheiße. So, hier waren wir auch. Hier waren wir noch nicht. Hier ist einfach nur Notausgang. Schon echt geil. Notausgang zeigt in die Richtung. Tür. Da, guck mal. Hier ist mir jetzt alles egal. Da gucke ich jetzt nicht mehr hin. Mir gehen die Batterien flöten. Da hinten sieht's hell aus. Und hier ist wieder eine Notiz. Das ist eine Notiz. Oh Gott. Oh Gott! Okay. Er hat mich nicht gesehen. Wir gucken uns die Notiz kurz an. Survivors Note 3. Okay, also wir müssen jetzt irgendwie erstmal Licht anmachen und dann müssen wir noch, um rauszukommen, müssen wir noch ein paar Codes aktivieren. Oh. Ich bin weg! Falsche Taste! Ich bin... Nein! Close! Offen.
Offen gesagt, geschlossen, offen. Oh, hier ist eine Batterie. Sehr schön. Ist hier noch eine Batterie? Nee. Ich sehe noch ein paar Codes. Handschellen, nee. Aber das sieht nach Sicherheitsraum aus, oder? Kann das sein? Da bin ich mir. Weiß ich gar nicht. Naja, nee, dann nicht. War noch eine Batterie. Yes. Also, Batterien sind gut. Hier kommen wir auch noch nie rein. Ja. Das ist die Frage. Wartet ihr hier draußen auf mich? Nein. Okay. Hide and seek, hide and seek. Ja, wunderbar. Haben wir da vorne noch die Notice da mitnehmen können? Ja. Nein. Lass mal Flashlight aus. Vorsichtshalber. Warning! Wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt zu den Showers? Also zu den Duschen? Mhm. Der Ort, an dem man am wenigsten sein will im Gefängnis. Oh, wunderbar. Also gehen wir ab zu den Duschen, um hier irgendwie reinzukommen, damit wir da die sich. Ist er da festgeglitscht? Ich weiß es nicht. Geh mal langsam um die Ecke. Jetzt ist er gar nicht mehr da. Die spawnt? Oh, nee. Also. Das ist jetzt aber auch ein bisschen unfair, ne? Also jetzt da stehen zu bleiben. Ja, steht da ziemlich blöd, ja. Okay, warte. Gibt er noch den Rennmodus? Rennen! Hier komm ich hin. Hier komm ich hin. Hier geht's bestimmt auch zu den Showers. Ja, sieht schon jute kachelt aus. Ja, wir werden jetzt auch noch mal kurz noch eine Batterie nachlegen. Weil es so schön war. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Was haben wir denn hier? Seife. Seife. Safe. Ja, kann man machen. Jetzt nicht, warum setzen diese Musik immer so komisch ein? Weil wir hier in den Showers sind. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir... Oder guck dir die mal an. Ich will mir die gar nicht genauer angucken. Gib mir. Oh. Ist der okay. Fucking ernst? Hast du? Ja. Hier nicht den Rücken zu kehren. Hier nicht den Rücken zu kehren. Ja, aber wie. Da ist der Key. Da ist der Schlüssel. Häuschen. Wie einmal. Na, lieber nicht. Sie ist weg? Nee, sie steht noch da. Sie steht noch da. Oh. Da. Okay, ich bin weg. Nicht den Rücken zu kehren. Ich wollte einfach nur um die Ecke rennen. Warum kann ich nicht mehr sprinten? Na, wahrscheinlich, weil du am Arsch bist. Jetzt müssen wir wieder an dem Großen vorbei. Specki mit Fett. Genau. Da ist er. Von denen hätte ich auch schon mal noch ein Bild. Und erstmal weg. Jetzt mal gucken, ob er. Kann ich mal auch mit? Nein. Ich glaube, er kann nicht in den Gang rennen. Achso, ja, ich muss ja den Schlüssel hier ganz komisch dahin ziehen. Okay. Doppelklicken? Ach, doppelklicken, ja. Und jetzt mit E. Ein Doppelklick. So, meine. Oh! Was ist du denn der hier? Was ist mit ihm los? Hä? Was ist denn? Jetzt hänge ich fest. Disappear and cool the sword. Muss ich dem jetzt wegrennen? Nee, vielleicht darfst du den nicht anschauen. Oder, also, wir sind nicht. Der Save Point ist aber auch unfair. Ich jetzt schau ihn mal nicht an. Ich habe extra die Lampe ausgemacht. Ja, also nicht in seine Richtung gucken. Liegt damit sein.
Nee, trotzdem. Ja, ist tatsächlich schwierig. Nee. Das ist schwierig. Also. Wie? So. Jetzt sprint ich die ganze Zeit. So, komm mal her. Ja, komm, komm, komm. Oh, Benny, du alter Fuchs, Alter. Du alter Fuchs. Schön outplayed. Oh, hier, hier drinnen kannst du bleiben, doch. Nice, das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. So was frustriert doch einen. Sehr gut, Alter. Oh, Batterien, sehr schön. Batterien sind immer gut. So, hier müssen wir jetzt, ne? Da oben ist ein Zettel. Oh. Oder? Ich hab da was gerade auf. Achso, war das jetzt so eine Signalfack? A Flare. Wo liegt ein Zettel? Nee, das war die Lens Flare. Achso. Die Lens Flare ist ja auch geil. Die Lens Flare. Die, die, ja. Ja, da ist jetzt gerade der J.J. Abrams mit mir durchgegangen. Aber, wir haben hier leider kein... Sollten wir hier nicht was finden? Hier, Stromschlüssel, ja. It's an extreme effective thing. You need to eliminate something. Ja, ich muss aber nichts. Warte mal, hier der Stift vor uns. Lol, ich sehe es auch gerade. Der leuchtet ja so richtig schön, eindringlich. Was bist du? Ja, genau. Du bist die Fuse. Ja, so sieht es schon aus. Der Stift ist die Fuse, ja? Ah, toll. Großartig. So, jetzt müssen wir zum Generator wieder zurück, ne? Also quasi hier an ihmchen hier vorbei. Wo ist, Da ist er. Nein, 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 nein. Oh, das war aber jetzt die falsche Richtung. Neues gehen, wir müssen mal hier kurz einmal im Kreis laufen. Ist okay, ne? Ist okay. Okay, danke. Wir müssen jetzt hier einmal durch. Danach, glaube ich, müssen wir nach links, ne? Kann ich dir nicht mehr sagen. Ich habe leider schon komplett die Orientierung verloren. Okay, wir probieren es einfach mal aus. Mal gucken, wo wir landen. Wir haben ja noch ein paar Fuses nicht. Wir haben ja noch ein paar Batteries. Aber fast sagen, das sieht richtig aus. Auch nur fast. Ja, hier ist die Zellentür, die rausgebrochen ist. Ja, sieht gut aus, ja. Stimmt. So, hier haben wir den, da haben wir den. Und hier haben wir unseren Collision. Der eine neue Notiz für uns hat. Sicher? Oh, also, doch. Ja, nee, er hat einfach immer die gleiche Notiz. Haben wir nochmal aufgenommen. Genau. It doesn't work, it seems like... Achso, ja, genau. Ich muss ja die Fuse hier... Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, das hört sich auch gut an. Aber was kann ich denn jetzt hier machen? Ach, nix. Jetzt haben wir schon mal Strom. Ja, wäre schon schön, wenn ich auch Strom hier hätte. Aber wir können jetzt mit den Codes die anderen Sicherheitstüren öffnen. Ja, wir hatten noch jetzt zwei Sicherheitstüren gefunden. Irgendwo, ich weiß nicht mehr ganz genau wo, aber das wird mir der Steve gleich sagen. Oder auch nicht. Hatten wir hier eine? Also hier war nur eine Gittertür gerade zu. Okay, dann haben wir da keine. Ich glaube, denn die nächste Abzweigung von rechts, da haben wir ja die Fuse geholt. Ne, hier ist noch die Noted. Das ist wahrscheinlich, weil wir gestorben sind, liegen jetzt die ganzen Zettel wieder da. Naja, das ist auch etwas. Wobei, was natürlich cool wäre, bin ich ehrlich, werden wir aber auch gleich rausfinden, wäre, wenn wir jetzt noch Batterien wieder respawned wären. Ja, die respawnen wahrscheinlich leider nicht, nee, bei unserem Glück. Ja, leider, das gehe ich auch leider von aus. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. So, jetzt ist die große Frage der Fragen. Welchen Code müssen wir nehmen? Na dann, hau mal rein. 4289. 4289. Error. Error, okay. 9579. 9579. Error. Irgendwas mit 87 hinten. So eine Scheiße. Das ist jetzt nicht so cool. Wir haben ja noch die andere Tür. Aber da habe ich leider keinen Schimmer mehr, wo die war. Ja, da wo ich den einen Typen eingesperrt habe, da ist nämlich auch noch ein Code. Okay. Jetzt kommst du.
Bier sind die Duschen, genau. Und. Vorsicht, ist hier wieder die Tussi. Hört die Tussi? Der hat wieder nicht. Guck mal hier. Ah. So, und ich hast du gesagt? 9579. 9579? Nee. Error. Gib mal 4289 ein. 4289. Wo liegt nicht die Tür? Ja doch, Success. Hallo? Rechts da. Hallo, Mäuschen. Jetzt kannst du rückwärts laufen, rückwärts. Und nach rechts quasi. So, muss jetzt rechts. Genau, weiter, weiter, weiter. Und jetzt nach hinten laufen weiter. Genau. Und du willst hier durch diesen einen Durchgang durch, okay? Genau. Und jetzt dreh dich mal um. Da liegt die Notiz. Hey! Was haben wir denn noch für eine schöne Notiz? Copied Access. Und der ist dann für Main Entrance 1987. Ja, das wird dann wahrscheinlich der Haupteingang sein, da. Da, wo wir jetzt die ganze Zeit versucht haben, ach den so. Code einzuheben. Und da kommt er auch raus. Geradezu. So, 1987. 1987. Success. Success. So. Können wir jetzt gehen? Können wir jetzt leaven? Die Tore da sind open. Nein, dein Ernst? Warum? Da steht Push. Gut. Wir haben jetzt alles ausprobiert, was auszuprobieren geht. Underwater. Top Game. Empfehle ich nicht weiter. sollte ein kleiner, kurzer Schmankel werden. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich gewollt habe. Ja. Ansonsten hat mir das Spiel ja so semi-gut gefallen. Ich weiß nicht, wie Steve, hat es dir gefallen? Man hat halt Perlen und man hat halt Perlen. Ihr Lieben, lasst trotzdem für unsere Mühen einen Daumen nach oben da irgendwie. Und hey, ja, Benny, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Wo ist der Wichser? Ich will einfach hier so anfangen. Du kleiner Arschnudel, ey. Kann ich mich hier in den Raum rein und kann mich hier mal den anderen Code eingeben? Was war das? 9579? 9579. Success. So, was finde ich jetzt hier? Was bringt mich jetzt hier weiter, damit ich da hinten rauskomme? Und wofür ist er? So, das ist der Archivfolder, Key to the Main Entrance. Ist jetzt dein fucking Ernst, dass du dafür noch einen Key brauchst? Es ist ein Notausgang. Da ist eine Nottür. Nein, wir brauchen einen Generalschlüssel. Nein, das ist ja kein Generalschlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. So, meinst du, wir kommen jetzt raus? Mit dem Schlüssel? Also, wenn nicht, wüsste ich jetzt nicht, was das alles soll. Ich drücke ich weiß nicht, ob der jetzt noch... Ach nee, geht ja nicht, weil... Du musst... genau. Hallo? Door is open. Congratulations on passing the game. Wunderbar. So, wir haben das Spiel doch noch am Ende irgendwie hinbekommen. wie gesagt, ich kann nur sagen, das Game ist nicht meins. Ich danke dir, Stevie, für diese wunderschöne Perle, die du rausgesucht hast und mir weitergesendet hattest. Freut mich immer wieder sehr und dementsprechend darfst du auch jetzt abmoderieren. Viel Spaß. Wenn euch unsere Mühen trotzdem gefallen haben, irgendwie ihr Bennys Schweiß und Tränen einfach mal bei diesem Spiel genossen habt, dann hey, lasst einen Daumen nach oben für das Video da und wir sehen uns beim nächsten Projekt, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao. Tschüss.